Noch einmal herzlich willkommen zu einer kurzen ZIP-Spezial an diesem innenpolitisch so spannenden Tag. Wie berichtet, hat Bundespräsident van der Bellen heute eine wichtige Entscheidung auf dem Weg zu einer Regierung getroffen. Nach Gesprächen mit all den Parteispitzen in der Hofburg ist es nun Karl Nehammer, der sich daran machen muss, eine parlamentarische Mehrheit zu finden. Auch wenn, wie hier zu sehen, am Wahlabend die FPÖ mit Herbert Kickl als erste durchs Ziel gegangen ist. Erstmals liegt keine der staatsgründenden Parteien, ÖVP und SPÖ, auf Platz 1. Und erstmals gibt es von beiden Parteien eine klare Absage, mit der FPÖ zu koalieren. Keine leichte Aufgabe für den Bundespräsidenten, denn er muss jetzt einen Bundeskanzler ernennen, aber kann natürlich nur jemanden nehmen, der auch über eine Mehrheit im Nationalrat verfügt. Herbert Kickl, so die Erkenntnis des Bundespräsidenten, sei dazu nicht in der Lage. Jetzt probiert er es also mit einer ÖVP-SPÖ-Zusammenarbeit und beauftragt Nehammer, mit Babler Gespräche zu führen. Und während das geschieht, werden vorerst einmal ganz normale Bürgerinnen und Bürger in der Hofburg empfangen. In der Hofburg bereitet man schon alles für den Tag der offenen Tür am Wochenende vor. Doch heute sind statt Besuchermassen nur TV-Teams vor Ort. Es geht um die Entscheidung, wie es mit Republik und Regierung weitergeht. Van der Bellen stellt anfangs klar: Bei der Nationalratswahl am 29. September handelt es sich nicht um ein Rennen, bei dem die Partei, die als erste durchs Ziel geht, automatisch die Regierung stellt. Und er setzt nach: Niemand kann allein das ganze Volk für sich beanspruchen. Niemand. Es folgt die Entscheidung. Herbert Kickl findet keinen Koalitionspartner, der ihn zum Bundeskanzler macht. Ich beauftrage daher Karl Nehammer, den Vorsitzenden der zweitstärksten Parlamentspartei, mit der Regierungsbildung und habe Karl Nehammer das auch heute Vormittag persönlich mitgeteilt. Ein unüblicher Vorgang, gibt Van der Bellen zu. Und er nennt auch gleich die SPÖ als ersten Ansprechpartner Nehammers. Der nimmt 3 Stunden später den Auftrag an und ergänzt: Im Sinne einer stabilen parlamentarischen Mehrheit wird es einen dritten Partner brauchen. Denn es brauche massive Reformen bei der Migration, bei Pflege und Gesundheit, in der Standortpolitik. Das Wahlergebnis ist mit Sicherheit kein Auftrag zu einem weiter wie bisher. Die Reaktionen der anderen Parteien Neos und Grüne zeigen sich bereit zu Gesprächen. Für die SPÖ tritt heute Wiens Bürgermeister Ludwig vor die Kameras. Ich wäre für eine Koalition der politischen Mitte und würde meinen, dass die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ zu einer Regierung führen sollen unter Einbeziehung eines dritten Partners. Und die FPÖ? Ihr Chef reagiert via Social Media. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Der Wunsch der Mehrheit ein anderer. Der Wunsch des steirischen ÖVP-Landeshauptmanns übrigens auch. Es ist eigentlich unverantwortlich, Herbert Kickl so schnell aus der Verantwortung zu entlassen und in die Märtyrerrolle und in Schmollwinkel zu entlassen. Gestern brachte Kickl dem Präsidenten noch eine blaue Schachtel mit einer Eule als Symbol der Weisheit, als Geschenk. Doch Weisheit wird offenbar recht unterschiedlich interpretiert. Interessant also, dass man sogar in Nehammers Partei, der ÖVP, unzufrieden ist, dass der eigene Parteichef jetzt die Möglichkeit zur Kanzlerschaft bekommt. Wir werden gleich noch darüber in der Sendung sprechen mit Peter Filzmeier. Schauen wir uns aber zuerst noch an, wie die Menschen im Land auf die heutigen politischen Entwicklungen reagieren. Ich halte gar nichts davon. Also ich habe es von Anfang an eine Frechheit gefunden, weil ich doch der Meinung bin, wenn so viel Prozent, egal wie man dazu steht, dann muss er so viel Mumm haben, der Herr Präsident, dass er sagt, die stärkste Partei bekommt einmal den Auftrag. Es ist keine Überraschung, wenn man über Jahre lang andere Parteien und deren Parteiführern kritisiert und fast beschimpft, dann darf man sich nicht wundern, dass keiner mit dir in eine Koalition eingehen will. Eine Frechheit zu untergleichen, ja? Ja, Gott sei Dank. Also alle immer noch besser als der Kickl, würde ich sagen. Ob das nicht geschickter wäre gewesen, zu sagen, okay, dass der Herr Kickl das trotzdem probieren soll und im Endeffekt nachher vielleicht dort oder da vielleicht was zusammengebracht hätte. Zweischneidig das Ganze. Also einerseits macht es Sinn, weil er de facto eigentlich einen Schritt überspringt. Er könnte natürlich Kickl den Regierungsauftrag geben, wissend, dass er daran scheitern wird, weil wir wissen schon, dass er keinen Partner findet.
Das heißt, es ist eine Runde, die man einfach überspringen kann, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite sehe ich es insofern kritisch, weil das natürlich jetzt das Lager Kickl befeuert wird, ein bisschen eher weiter in die Rolle des Opfers schlüpfen kann. Ich finde es nicht fair. Es ist nicht gerecht. Die Bürger haben so gewählt und man soll das auch so annehmen, wie sie wählen. Und der Herr Bundespräsident hat ja genau aufgeklärt, dass 70% doch gegen Kickl sind. Und insofern finde ich das großartig. Und ich denke, drei Parteien, wenn sie sich bemühen, werden auch was zusammenbringen. Stimmen aus dem Volk, heute nach Bekanntwerden der Entscheidung des Bundespräsidenten eingeholt. Live im Studio jetzt Politologe Peter Filzmaier. Seiner Entscheidung hat der Bundespräsident eine ausführliche Erklärung vorangestellt, warum er jetzt diesen Schritt setzt. Kann das zur Akzeptanz dafür in der Bevölkerung beitragen? Der Bundespräsident hat es gesagt und wir haben es im Beitrag gehört. Es gibt nicht den einen Wählerwillen, die eine Volksmeinung. Es gibt auch zur Regierungsbildung nicht zwei oder drei Meinungen nur, sondern fünf, vielleicht zehn oder noch mehr. Was wir wissen aus den Daten der ORF-Wahlforschung, die FPÖ-Wählerinnen und Wähler wollen die eigene Partei in der Regierung und wollen eine Koalition mit der ÖVP. Also die werden über Karl Nehammer empört sein, auch über den Bundespräsidenten und das auch bleiben. Aber von allen anderen Parlamentsparteien war die FPÖ der am wenigsten gewünschte Partner. Also diese Wählergruppen von allen anderen Parteien, die werden die Entscheidung des Bundespräsidenten eher gut finden. Kommen wir jetzt zum steirischen Landeshauptmann Drechsler, den wir im Bericht zuvor gerade gesehen haben, der ja indirekt kritisiert, dass sein eigener Partei, ob man jetzt ein Stück mehr Chance hat, Kanzler zu werden. Welches Kalkül steckt denn da dahinter? Der fühlt sich allein im steirischen Wahlkampfregen stehen gelassen, denn am 24. November ist die steirische Landtagswahl. In der letzten öffentlich zugänglichen Umfrage war die FPÖ bereits deutlich vor der ÖVP und bekommt jetzt möglicherweise Rückenwind. Da hätte sich aus seiner Sicht verständlich Landeshauptmann Drechsler gewünscht, dass Herbert Kickl Koalitionsverhandlungen führt, denn dann kann er ja nicht auf alles schimpfen, was der ÖVP heißt. Und auch der steirische FPÖ-Spitzenkandidat Kunasek kann nicht auf alles, was nicht blau ist, ist der als schimpfen, denn man sucht ja potenzielle Partner. Jetzt kann Kunasek in der Steiermark gegen Drechsler und die ÖVP den Wahlkampf 1:1 wie bei der Nationalratswahl fortsetzen, also mit einer Wortwahl gegen die Einheitspartei, gegen die da oben, die sich alle gegen die arme FPÖ verschwören würden. Die FPÖ auf Bundesebene wird jetzt wohl nicht nur einfach Zuschauer bei den künftigen Verhandlungen werden. Mit welchem Schachzug Kickls ist denn zu rechnen? Ich erwarte eher eine Doppelstrategie. Einerseits die gezielte Empörung, nicht nur für die steirische Wahl, sondern für die burgenländische Landtagswahl schon am 19. Jänner nächsten Jahres, für Gemeinderatswahlen in Niederösterreich am 26. Jänner und letztlich sogar geplant bis hin zur Wienwahl irgendwann im Herbst 2025, weil aber FPÖ-Funktionäre und Wählerinnen und Wähler auch regieren wollen, wird Kickl Angebote machen an die ÖVP, beispielsweise mit 1:1 Kopien aus dem ÖVP-Wirtschaftsprogramm, nach dem Motto, mit uns, mit der FPÖ, könntet ihr das ja auch so haben, weil das wird in den Verhandlungen wohl in einem eher kleinen Kompromiss enden. Diese Verhandlungen werden jetzt eben einmal vorerst mit Andreas Babler geführt von der ÖVP. Der ist ja von der Parteibasis einst als Vorsitzender der Partei nicht deshalb gewählt worden, weil er ein kompromissbereiter Realpolitiker ist. Wie gefährlich wird es denn für ihn innerparteilich, wenn die ersten Zugeständnisse zu machen sind? Sollte es überhaupt zu einer Einigung kommen, dann braucht Andreas Babler im Regierungsprogramm natürlich ein Vorzeigekapitel. Und das wird nicht sein die 32-Stunden-Woche und 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das werden keine staatlichen gesetzlichen Eingriffe beispielsweise bei Miet- und bei Lebensmittelpreisen sein. Am ehesten noch irgendwas mit Kindern, salopp gesagt. Also Gratis-Kindergarten ab dem ersten Lebensjahr war eine Forderung der SPÖ. Zumindest mehr Gratis-Kindergärten, in die Richtung könnte es gehen. Offen ist aber auch die Rolle Bablers in einer Koalition. Theoretisch wäre ja denkbar, dass er Parteichef bleibt und nicht Vizekanzler ist. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Filzmaier. Das war eine ZIP-Spezial anlässlich des Regierungsbildungsauftrags von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an ÖVP-Chef Karl Nehammer. Darum geht es auch später im Report, wo IV-Präsident Georg Knill zu Gast ist. Die ZIP 2 schaltet dann zum steirischen Landeshauptmann Christopher Drechsler in nach Graz. Und jetzt gleich startet, nur kurz verspätet, Hermann Mayer nicht auf die Piste, sondern ins Universum. Schönen Abend noch, auf Wiederschauen.